Wie hübsch. Das ist für mich echt... Danke. Ich weiß nicht, was ich heute machen soll. Ganz ruhig, Anne. Ganz ruhig. Ich hab auch verkackt. Also, schlimmer als ich kann es gar nicht werden, ne? Ja, ich glaube, mein Schaf kann da noch nicht wirklich was reißen. Erstmal pennen gehen. Ne? Das wollen wir hier mal... Das möchte ich hier mal klargestellt haben. Vor allen Dingen, wie schnell das in den scheiß roten Bereich geht, das ist ja wirklich unfassbar. Ich fühle mich besser. Jawohl. Au. Dies ist das Kochduell. Jawohl, jeden mit Allison. Die Herausforderung der Woche ist Fruchtsaft. Ja, genau. Fruchtsaft. Ha. Fruchtsaft habe ich schon gepresst. Da warst du noch in der Windel. So einfach geht das. Nein. So. So will ich das sehen. Und du musst jetzt zeigen, was du kannst, Chefe. Das ist wirklich viel besser, dass der jetzt hier die Ernte übernimmt. Um die Tiere kümmern ist so viel einfacher, als hier die ganze Zeit rumzugehen mit dem Warenkorb und hier alles zu pflücken. Ja? Vor allen Dingen, wenn man so viel hat. Ist dann relativ nervig. Aber mittlerweile... Mit unserem lieben Chef geht das natürlich, klar. Könnte ich das mal zu meinem Chef sagen? Ja, hören Sie mal. Machen Sie mal meine Arbeit. Dann sehen Sie mal, was Sie davon haben. Ich glaube, das war scheiße. Ja. Irgendwas musste ja passieren. Jetzt gieße ich auch noch meinen Warenkorb. Das ist natürlich alles geplant. Müsst ihr verstehen. Alles genauestens geplant. Scheiße, jetzt bin ich auch noch... Geil, melken wir erst. Upp. Jawohl, hallo. Hallo, meine Schönheit. Hallihallo. Ich darf die bloß nicht hacken. Hier kämme ich auch mal die Haare. Aber warte. So, ey, was macht die Arbeit? Ja, du scheinst ja fleißig zu sein, ne? Hoffentlich hat unser Pferd nichts verloren an Herzen. Nee, es ist immer noch gut dabei. Ja. Was machen wir jetzt? Das ist jetzt so die Frage, ne? Drei Herzen. Ach, das ist jetzt so die Frage. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich muss natürlich noch Marmelade machen. Das ist klar. Erstmal wieder die Hühner. Yep. 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 So, haben wir das auch? Nein. Nein, komm, hau ab. Blödes Huhn. Ich bin auch manchmal echt ein bisschen zu fix unterwegs. Man möchte das immer so perfekt haben wie möglich und dann, ja, da kommt sowas. Ne? Machen wir das so. Tapfen wir erstmal die... Ich glaube, da würde nichts passieren, wenn ich das machen würde. Wäre nicht gut. Ja. Ich könnte mal gucken, wie Anne auf Mayonnaise reagiert. Mayonnaise. Alter, wie viele Hühnereier habe ich denn noch da drin? Sag mir nicht, ich habe alle rausgeworfen. Das kann doch gar nicht sein. Nö. Noch zwei hau ich raus. So, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Scheiße. Jawohl, so soll das sein. Nein. Die Hühner kriegen von mir keine Mayonnaise. Nee. Und kriegen sie nur Verstopfung. Nur Verstopfung kriegen sie davon. So.
Dann wird die Scheune aber richtig groß. Das wird richtig geil. Super geil. Moment. Ihr. Danke, Schatz. Ich liebe Geschenke. Ich liebe auch Geschenke. Nur ich krieg keine Geschenke. Zumindest derzeitig nicht, weil ich keinen Geburtstag habe. Leider. Der ist erst später. Ja. Das Apfelmarmelade ist fertig. Supi dupi. Ah, dann bin ich wieder ein Jahr älter bald. Ach, dauert zwar noch, aber... Weißt du, als Kind, da wünscht man sich älter zu werden. Und wenn du dann so ab 18, wo du weißt, hey, da kommt nichts Neues mehr, da denkst du dir einfach nur, okay, schön, ja. So zumindest denke ich manchmal. Dann fliegt die Zeit förmlich dahin, sie schmilzt. Yippie wunderbar, badum. Wie lang ist denn der Chef noch bei uns? 4 Tage ist er noch bei uns. So lange werde ich... Aber Moment, ich hätte mal kurz gucken können. Wow. Ganz ruhig. Ganz ruhig, wir wollen hier nichts überstürzen. So, was mache ich jetzt? Ich habe keine Ahnung. Ja, Anne hat jetzt erstmal ein Geschenk gekriegt. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich müsste auch mal gucken, ob der Upload fertig ist. Ich lasse ja den Upload gerade parallel dazu laufen. Ich bin noch nicht sehr gut darin, Budum. Mal einfach morgen mehr. Ich tue mein Bestes, Budum. Ja, ich bin ein richtiger Sklaventreiber. Dein Bestes ist nicht gut genug. Ich will mehr. Gib mir mehr. Hacken wir noch ein bisschen Holz. Dann hätten wir wenigstens noch ein bisschen was zu tun. Bob. Bob. Verliert der Chef eigentlich auch wieder Herzen? Ich weiß nicht, waren wir bei 5 oder 6 Herzen? Wenn es 5 gewesen sind, dann haben wir noch. Ich meine, ich habe aber auch noch hier Dingsbums, voll viele Trauben im Kühlschrank, also das sollte kein Problem sein. Ich hoffe mal, dass das bis zum nächsten Sommer reicht, sonst hätten wir ein Problem. Mal gerade hier gucken. Nur mal ein bisschen Holz hacken. Ich weiß auch gar nicht, ob die Blume noch da ist. In der Vase. Oder die Vase in der Blume. Nee. Ah. Was laber ich hier wieder für einen Scheiß? Nächste Gute. Nächste Gute. Dup, 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 dup. Ja. What can I do? Blume ist noch da. Das ist schön. Gehen wir mal so muss er laufen. Aaron verändert sich. Oh, was war das? Oh, ich fühle mich besser. Jawohl. Da bin ich wohl aus Versehen auf den Speed-Knopf gekommen, liebe Freunde. Ja. Kann ja mal passieren. Das Schaf ist zumindest morgen auf dem Rosenplatz. Jedes ausgewachsene Schaf, das nicht trächtig oder geschoren ist, kann mitmachen. Du hast kein geeignetes Schaf, aber ich hoffe, du kommst zum Zusehen. Das finde ich manchmal echt asozial, weißt du? Mein Schaf ist die Number One. Ohne dieses Handicap von keinem Fell zu haben, hätte sie wahrscheinlich gewonnen, unsere liebe Charlotte. Aber ich wollte denen ja
den Gegnern eine Chance lassen, ja, eine Chance. Deshalb habe ich Charlotte, habe ich natürlich direkt geschoren und habe gesagt, hey, komm, Leute, wenn ich mitmache, dann habt ihr keine Chance und dann seid ihr nur gefrustet und was weiß ich, ihr treibt euch dann in den Suizid und hast du nicht gesehen und das ist nicht gut für mich, für euch. Ihr wisst, was ich meine. Und ja, das war überhaupt nicht übertrieben, das ist wirklich so, ja. Mein Schaf ist das bombigste Schaf, was es gibt. Es gibt kein besseres Schaf, außer dieses Schaf. Außer vielleicht die Kinder und Kindeskinder von diesem Schaf. Aber sonst niemand. Jetzt würde ich aber wirklich gerne mal wissen, wie lange so ein Schaf nackt rumläuft. Das wäre noch so ein kleiner Aspekt, den ich hier gerne wissen würde. Nehmen wir das hier noch mit. Pumpen wir dich auch leer. Noch eine Essmilch, aber es kommt langsam. Täglich wird es mehr. Das läuft schon. Jetzt nur noch. Warte, ich könnte mich ja auch mal um Rich kümmern. Der ist bestimmt auch ganz traurig, weil ich so inkompetent war und ihn zu stark angetrieben habe. Jetzt mal ernsthaft, wo ist mein Pferd? Farmkarte. Was macht mein Pferd da? Kann jetzt sagen Auslauf, aber nein! What the hell? Du bist mein Pferd. Bam, 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 badam, bam, badam. Bam, 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 badam, bam, badam, bam, bam, bam. Ich bin Lucky Luke, der Held aus dem Wilden Westen. Heute mit einem Kobold, der im Wasser steht. Und einem Stahl. Dö, dö, dö. Bom, bom, bom. Einem sehr gefährlichen Stall, möchte ich meinen. Oh, Moment, kurz, kurz strecken. Ah. Ah, aua. 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 Da war der Ventilator im Weg. Aua. Unverzeihlich sowas. Wieso stelle ich den auch im Weg? Oh. Aber Musikknorren. Komm, Musikgelenk, keine Ahnung. Mann, wieso immer ich? Immer wenn ich mich hier gerade schön entspannen will, kommt so eine Scheiße. Mayonnaise. Aus dir Apfel kann ich keine Mayonnaise machen, mein Freund. Hep. Ach, jetzt ist doch noch meine Nase, ist doch bald alles perfekt. Nein! Hm? Hep, hep. Gut, ich glaube, wir haben alles durch. Alles lecker zapfrisch. Frisch aus dem Hahn. So. Zwei. Zack. 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 Ich weiß auch nicht, was das für ein Phänomen ist, aber irgendwie bin ich des Mittwochs bin ich irgendwie immer so müde. Keine Ahnung. Vielleicht, weil das die Mitte der Woche ist. Vielleicht, weil ich Training hatte und beim Training sollte man besser nichts aufnehmen oder nach dem Training, weil man sowieso schon total erschöpft ist nach, was weiß ich, wie viel Stunden harten Training. Aber genug, um mich hier alle zu kriegen, das kann ich euch sagen. Das Apfelmarmelade ist fertig. Aber ich wollte gerne noch so eine Aufnahme machen. Vor allen Dingen will ich langsam mal sehen, wenn Anne das Kind kriegt. Oh ja, das würde mich interessieren. Oh. Das interessiert mich brennend. Brennend. Ja, brennend. Ah. Ist schon was.
Hopp, hopp, hopp. Erstmal zu Aqua, danach gehen wir zu Anne und bringen ihr eine Mayonnaise.